Hey Leute, Remake hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so eine Tropical Fish Farm bauen könnt. Viel Spaß! So, wir starten damit, uns ein Lukewarm Ocean oder ein Korallenriff zu finden. Das könnt ihr ganz einfach hier sehen, bei Biom Lukewarm Ocean. Seht ihr auch an der Farbe, das ist etwas heller als das andere Wasser und ein Korallenriff, natürlich erkennt ihr das an den Korallen. Dann gehen wir an eine Stelle, zum Beispiel die hier, und platzieren ein Lilypad oder bauen uns einfach vom Boden hoch, das ist relativ egal, und nehmen uns Baublöcke, ich benutze jetzt hier in dem Video Glas, und bauen uns 4 Blöcke nach unten. Von hier ausgehend müssen wir uns jetzt eine 20 Blöcke große Plattform bauen, also müssen wir jetzt noch 19 Blöcke in jeder Richtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, von hier dann wieder 19 Blöcke, 1, 2, oh. Und diese Plattform hier oder dieses Quadrat ist 20 Blöcke in der Breite und 20 Blöcke in der Länge. Jetzt müssen wir uns Baublöcke nehmen und den kompletten Würfel, das komplette Quadrat bis Y125 hochbauen. Ich würde euch empfehlen, einmal so einen Referenzpiller zu machen und dann an allen Seiten hochbauen. Dafür müsst ihr auch wieder kein Glas benutzen, dafür könnt ihr jegliche Art von Blöcken benutzen, also auch einfach Cobblestone oder sowas. So, und das müsst ihr jetzt an allen Seiten machen und dann den Turm insgesamt so hochbauen, dass ihr einen riesigen Turm bekommt hier. So, wenn ihr den Turm dann soweit fertig habt, das ist wohl das Aufwendigste an der Farm, dann geht ihr wieder runter, hier ins Wasser. Oh, da müssen wir kurz durch. So, hier, das könnt ihr vielleicht alles entfernen, aber wir müssen jetzt hier mit Baublöcken und Soul Sand abwechselnd immer alles platzieren, also in einer Art Schachbrettmuster, so. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Also einfach so den kompletten Boden belegen, bis der ganze Boden halt hier voll ist. So sollte es jetzt aussehen. Jetzt fliegt da natürlich noch ein bisschen Kelp rum. Das könnt ihr einsammeln, denn wir brauchen das gleich sowieso. Als nächstes gehen wir ganz nach oben zu unserer Farm. So, und lassen hier einen Block frei und platzieren hier eine komplette Schicht Dirt. Wenn ihr das dann soweit habt, dann müssen wir anfangen, hier Wasser zu platzieren. Dafür macht ihr euch am besten irgendwo eine unendliche Wasserquelle und dann einfach an einer Seite hier Wasser platzieren und dann hier nochmal, und dann wird sich alles mit Water Source Blöcken hier oben auffüllen. So, seht ihr, das passiert jetzt von ganz alleine. Im Anschluss müssen wir dann natürlich auch wieder das gesamte Dirt hier entfernen. So, wenn ihr das dann auch soweit habt, dann solltet ihr hier jetzt so einen Würfel voller Wasser haben oder so einen Zylinder. So, dann gehen wir in den Zylinder hier rein und müssen überall Kelp platzieren. Ja? Ihr könnt jetzt entweder sagen, okay, ich baue Kelp bis nach oben hin so überall hin. Da fangt ihr mit ein bisschen Kelp an und zieht das dann bis nach oben durch und könnt dann den untersten entfernen. Und dann baut sich das alleine ab. Oder ihr sagt, okay, ich platziere da ein Kelp so und nehme mir Bone Meal, falls ihr genug habt, und lasst das halt bis nach oben gehen. Dann könnt ihr das natürlich auch so machen. Das müsst ihr dann tatsächlich für jeden einzelnen Block machen, damit wir hier überall Water Source Blöcke bekommen. Ist ein bisschen aufwendig, gerade wenn ihr nicht viel Kelp habt. Aber dann würde ich euch empfehlen, erstmal ein bisschen Kelp zu sammeln. Ist ja eigentlich relativ einfach. Hier zum Beispiel könnten wir jetzt easy ein paar Stacks Kelp innerhalb von 2-3 Minuten sammeln. Und dann habt ihr genug Kelp auf jeden Fall. Also das müsst ihr jetzt erstmal machen. So, wenn ihr dann soweit seid und alles hier voll habt, dann seht ihr es jetzt auch schon. Es geht hier schon ziemlich ab. Ihr habt hier nämlich super viele Tropical Fische jetzt. Ihr könnt natürlich hier jetzt auch drauf gehen und die dann alle nacheinander einsammeln. So, wo haben wir denn welche da? Und da werdet ihr echt Unmengen haben. Warum sammelt ihr die jetzt hier nicht ein? Ich glaube, weil ich im Creative bin. Ja, genau, weil ich im Creative bin. Dann, Moment. So, dann kann er dir auch nichts einsammeln. Und jetzt könnt ihr einfach hergehen. Ihr habt jetzt auch noch ein paar normale Fische dabei, die habt ihr im Warm Ocean Biome auch natürlich, die könnt ihr dann aber einfach irgendwie auch wieder einfach wegwerfen oder sonst was mitmachen. Aber jetzt können wir uns hier einfach wirklich hinsetzen und die einsammeln und die werden immer wieder respawnen, wenn ihr die jetzt zum Beispiel braucht, um eure Axolotl zu vermehren, dann werdet ihr auf jeden Fall mehr als genug Fische haben und die werden halt auch immer wieder nachspawnen. Ihr braucht euch einfach nur hinstellen und ihr seht, da unten kommen schon die nächsten an.
Die werden dann halt automatisch hochgetrieben innerhalb kürzester Zeit. Und dann nimmt das ja auch gar kein Ende. Also so viele Tropical Fische werdet ihr nie im Leben brauchen, wie ihr kommt. Da könntet ihr wahrscheinlich fast schon mit zwei, drei Mann dann euch hier hinsetzen und die Tropical Fische einsammeln. Aber ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut und ciao.